Moin moin liebe Sportskameraden da draußen. Und zwar habe ich gedacht, ich nutze mal hier die Gunst der Stunde. Und zwar habe ich seit einigen Tagen so ein bisschen Kratzen und Halsschmerzen und habe deswegen jetzt auch schon 2 Tage nicht mehr trainiert und heute wird es wahrscheinlich wieder ausfallen. Und dachte ich, dass ich in dem Zusammenhang mal eben kurz das ein bisschen aufkläre, wie es aussieht beim Fitness oder allgemein beim Sport, wenn man Entzündung hat, wenn man leichte oder auch eine Erkältung hat. Ob man dann Sport machen sollte oder auch nur ein bisschen. Und da möchte ich euch dann ganz klar mal sagen, selbst wenn man nur eine Rotznase hat, ja, und ein bisschen erkältet ist, sollte man auf keinen Fall Sport machen. Auch wenn es nur eine etwas geringere Belastung ist, ob es Ausdauersport ist oder auch beim Fitness. Ja, gerade beim Fitness halt auch steigt der Blutdruck oder auch der Puls an. Vielleicht nicht so extrem ist wie beim Ausdauersport, aber trotz allem ist es eine Belastung. Und wenn du sowieso schon dann erkältet bist oder eine Entzündung hast, ist dein Immunsystem, also dein Immunsystem ist ziemlich geschwächt. Und gerade in diesem Augenblick, wo dein Immunsystem ziemlich geschwächt ist, wird es viel einfacher für Bakterien, gewisse Sachen anzugreifen. Ihr habt dann, wie es nennt man so einen Open-Window-Effekt. Das heißt, für die Bakterien ist es viel leichter, euren Körper anzugreifen. Und gerade in dem Zustand ist zum Beispiel auch der Herzmuskel sehr, sehr angreifbar. Das stellt ein großes Risiko für euch dar, dass da natürlich dann die Möglichkeit besteht von einer Myokarditis, das nennt man auch Herzmuskelentzündung. Und das ist natürlich dann eine Sache, wenn die eintritt, dann habt ihr ein ziemlich großes Problem. Das heißt, euer Herzmuskel ist sozusagen geschwächt und er bleibt auch geschwächt, also es ist nicht mehr umkehrbar. Und es kann dann sein, dass dein Herzmuskel dann nur noch 60% ungefähr von der Leistung bringen kann. Also könnt ihr im Endeffekt euren Körper nicht mal wirklich groß belasten. Und der noch größere Nachteil davon ist, ihr wisst es einfach gar nicht, wenn sowas passiert. Ja, das passiert im Hintergrund, ihr seid erkältet, euer Herzmuskel wird im Endeffekt angegriffen, entzündet sich, ihr bekommt davon nichts mit und irgendwann denkt ihr wieder, ihr seid komplett gesund. Und dann zum Beispiel startet ihr einen Marathon oder was ganz Heftiges und kippt dann einfach um und das war's dann. Das hört sich vielleicht ganz krass jetzt an, ja, muss natürlich jetzt nicht so eintreten, aber das ist auch das Beispiel zum Beispiel bei vielen Fußballern oder auch Leichtathleten, die dann einfach mal tot umfallen auf dem Platz oder irgendwo. Genau, da ist meistens der Fall, dass die eine Herzmuskelentzündung hatten und es nicht mehr wissen und dann im Endeffekt der Herzmuskel so überbelastet und strapaziert wird irgendwann, dass er einfach nicht mehr mitmacht, das Herz bleibt stehen und dann kommt es einfach zum Herztod, zum plötzlichen. Und wie man das halt von vielen Fußballern vielleicht auch kennt in den Nachrichten, wo das mal vorkommt, oder halt auch bei Leichtathleten ist es genau der Fall. Die haben dann vielleicht gerade, auch wenn der Leistungsdruck da ist, unter Medikamenten dann trainiert, haben das ein bisschen vernachlässigt. Und das ist eigentlich auch eine Einsicht, die es erst seit einigen Jahren gibt, dass man halt auch gerade Spitzensportler vor neuen Verträgen oder halt auch vor anderen Dingen komplett durchcheckt. Genauso sollte man das auch natürlich machen, wenn man Marathon läuft und nicht unbedingt nur alte Menschen, ja. Und damit wollte ich euch noch ein kurzes Beispiel vielleicht liefern. Und zwar habe ich im Oktober letzten Jahres dann auch mal einen Staffelmarathon mitgelaufen in Frankfurt. Und es war eigentlich so, ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen und habe dann zugesagt, dass ich, falls jemand ausfällt, einspringe. Dann ist irgendwie einer 3 Tage vor dem Staffelmarathon ist einer ausgefallen zwecks Erkältung, ja. Und ich hatte dann zugesagt und beim Staffelmarathon muss ja auch jeder so eine Art Startgeld bezahlen. Und einen Tag vorher wurde ich dann angerufen und war dann halt selber auch ein bisschen erkältet und habe dann aber zugesagt, weil ich es versprochen hatte. Und dann ist man halt bei so einem Staffelmarathon, wo halt auch mehrere tausend Zuschauer sind. Dann denkt man, hey komm, du kannst ja jetzt nicht ganz locker machen. Hab dann auch volles Programm gegeben und wusste, dass es nicht gut ist, ja. Aber ich wollte jetzt auch die Leute nicht enttäuschen, die da ihre Startnummern bekommen haben, das Geld dafür bezahlt haben. Und ohne mich wäre das dann halt nicht ermöglicht gewesen, weil bei so einem Staffelmarathon auch 4 Leute dazugehören, um ins Ziel zu kommen und es abzuschließen. Hab's dann durchgezogen, hab mich eigentlich Wochen danach noch richtig schlecht gefühlt. Und habe dann richtig Schmerzen gehabt. Und oft sieht man auch bei so einem normalen Cardio- oder Belastungstest beim Arzt, kann man so eine Herzmuskelentzündung zum Beispiel gar nicht nachweisen, weil der Körper einfach eine höhere Belastung sowieso gewohnt ist. Und bei den Ärzten gibt es ja so Belastungstests für jemanden, der ein bisschen Sport macht, sind die eigentlich nichts. Das ist keine große Belastung mehr bei den Ärzten, diese kleinen Tests. Und bin dann halt auch ins Krankenhaus, weil ich ein bisschen Schiss hatte und Herzstechen teilweise.
Und lag dann auch wirklich ein paar Tage und habe echt gehofft, ey, hoffentlich jetzt nicht. Und direkt auch die Vermutung, Herzmuskelentzündung und so weiter und so fort. Und hab dann im Endeffekt richtig Glück gehabt, dass es nur ein muskuläres Problem war, dass man wirklich da alles abchecken musste vorher. Also die haben auch wirklich mit Ultraschallbildern gemacht, mit einem MRT, um das wirklich komplett auszuschließen. Ich habe dann echt nochmal voll Glück gehabt, sehe ich so, weil es hätte auch genauso nach hinten losgehen können, sage ich mal, gerade mit dem Lauf, den ich da gemacht habe und diese Überbelastung. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil auch gerade dort wurde mir auch ganz klar bestätigt, dass es viele gibt, die da reinkommen und eine Herzmuskelentzündung wirklich haben. Und die sind gerade mal 17, 18 Jahre alt. Also es ist nicht wirklich das, was man immer denkt, dass es einfach nur ältere Leute betrifft, Herzrhythmusstörungen oder irgendwas am Herzen, sondern wirklich, wenn man da echt dann mal mit Mitte 20, Anfang 20 auf der Kardiologie liegt mit 80, 90 allerdings zusammen, das öffnet ein bisschen die Augen. Und diese persönliche Geschichte wollte ich euch nochmal ein bisschen rüberbringen, dass ihr einfach nur mal drauf achtet. Auch bei einer kleinen Erkältung solltet ihr keinen Sport machen. Gönnt euch lieber die ein, zwei Tage Pause. Ein, zwei Tage Pause gibt euch jetzt nicht den riesen Trainingsrückschritt. Und dafür habt ihr die Sicherheit. Ja, und ihr werdet es nicht bereuen. Ja, ihr seid auf der sicheren Seite. Und wenn halt mal so irgendwann sowas ist, Leute, ihr würdet euch total verfluchen, nur weil ihr damals dann mit Schnupfen trainiert habt. Deswegen passt auf, bei Erkältung, bei Entzündung, auch wenn es ziemlich leicht ist und auch nur ein Schnupfen, gebt euch zwei, drei Tage Pause, Leute, und danach startet ihr wieder langsam durch und ihr seid auf der sicheren Seite. Das wollte ich euch mal kurz mitgeben und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ich kann bald auch mal wieder hier was machen. Das regt einen natürlich auf, wenn man dann zwei, drei Tage nichts machen kann und sonst fast jeden Tag trainiert. Da muss man durch, Leute, aber ist halt so. Also haut rein, bis dann, ciao.